und herzlich willkommen wieder bei Strategy Command. Erster Weltkrieg mit der Entente im Triple Alliance Szenario. Auf sehr schwer und ja, endlich spielt das Wetter auch flächendeckend ein bisschen mit. Wobei hier war ja ein Schneesturm auch eher unwahrscheinlich. Sandsturm natürlich, aber das ist eh nicht entscheidend, weil wir keinen Flieger haben. Aufklärungsbomber ist auf der Kaufenliste. Soweit kann man es zumindest sagen. Und jetzt geht es erstmal darum, hier die nächste Stadt zu erreichen, was sich unter Umständen aber schwierig herausstellen könnte. Unter anderem, weil den Leuten hier und auch Infanteriewaffen fehlen. Es ist schon schön, sich da drin verschanzen zu können. Alter, könnt ihr den zwar platt machen, aber du erstmal die Verschanzung auf. Du gehst da rein, brauchst zwar irgendwie auch mal die Infanteriewaffen. Du wirst dann erstmal geheilt. So, und dann gehst du schon mal hier entlang. Und dann bringst du die Versorgung hier über die Straße, läufst irgendwann da entlang. Wahrscheinlich wäre das hier dann das nächste Feld. Und von da dann nach Jerusalem oder nach Aqaba. Beides NM-Ziele, also beides würde schon passen. Vielleicht hier auch mal einen Schritt näher an Zaguron kommen. Gut, aber ansonsten ist da nicht viel mehr drin. Ihr steht hier weiter. Du holst jetzt mal den anderen Ort. Nur so, dass die in Bagdad nicht noch von irgendwo sonst sich versorgen können. So, und hier geht's auch weiter. Du gehst daran. Hast da wahrscheinlich selbst keine Versorgung mehr. Ja, also, der hat gerade eine 4 angezeigt, aber das kann nicht sein. Wo soll die denn bitte kommen? Oder, ach so, von hier. So. Stimmt, das selbst ist ja kein Hochgebirgsfeld. Könnte also vielleicht sogar klappen. So, das heißt, ihr belagert den runter und ihr belagert den runter. Für derzeit nicht möglich, dann. Na, vielleicht ist der wichtiger, dass wir möglichst schnell die Verbindung kriegen, ehe von hier unten noch irgendjemand kommt und das Chor da abschneidet. Jupp, der ist dann auf 0 und danach geht's gegen den Ort. So, hier war es ein bisschen problematisch in letzter Zeit. Aber ich denke, dass unsere griechischen Einheiten das hier erstmal aushalten können. Und das vielleicht noch, wenn die serbische Einheit dahin geht, das zu halten, dann kann der Grieche da rein. So, ihr könnt vielleicht auch mal wieder getauscht werden, dann kann der Hintere irgendwann auch mal die Infanteriewaffen kriegen. Ansonsten haltet das alles. Die Rumänen hatten jetzt gewisse Probleme. Könnten aber zum Beispiel versuchen, ein bisschen zurückzuschlagen, wobei der Reiter sollte hier wahrscheinlich auch eigentlich eher weg. Einfach weil die Reiter noch nicht so stark sind. So, der Schützengraben ist da falsch rum. Greifen wir hier im nächsten Zug größer an. Bringen jetzt erstmal halbwegs die Frontlinie hier. War doch noch eine neue rumänische. Ah nein, keine neue rumänische Einheit. Könnte vorläufig einfach die Garnison dahin packen. Die wird das schon aushalten gegen den feindlichen Reiter. So, du kriegst meinetwegen auch die Elite-Verstärkung. Dann. Was da schon und demnächst hauen wir hier und da dann noch ein bisschen drauf. Na, und die, okay, du kannst natürlich noch hier verschanzt werden, versteht sich. Ich glaube, der andere, der konnte hier auch nochmal bitte verschanzt werden.
Und die Garnison halten dahinter und daneben. So, das passt alles hier entlang. Können wir tatsächlich einfach so dieses deutsche Hauptquartier hier angreifen, das einfach so in der Gegend steht? Und sich jetzt in Sicherheit zurückzieht. Okay. Gut, wir könnten dann noch versuchen, hier oben durchzubrechen. Was auch gelingt und sogar noch ein bisschen NM einbringt. Ja, dann würde ich sagen, laufen wir hier und da doch schon mal ein wenig weiter. Natürlich gleichzeitig sehen die Front wenigstens hier wieder halbwegs zuzubauen. Also ganz mal wieder dahin. Gut, der könnte demnächst immer noch da agieren. Aber irgendwie muss er schon zurück, um das ein bisschen zusammenzuhalten. Ruhe ich sonst erstmal wieder nach Lemberg rein. Aber immerhin, den Durchbruch scheint ja erstmal ganz gut zu funktionieren. So, dann haben sich die Gegner hier sogar ganz schön zurückgezogen. Das heißt, wir können mit unserer Infanterie einfach mal nachsetzen und ein bisschen schauen, was hier so los ist. Ach, der hat keine Versorgung. Das Akku bringt nicht so viel. Ich bin dabei, das Problem zu verstehen. Du solltest gleich mal nach hinten gehen. Schon besser. Warum hat der nur... Achso, ein Gumbind ist nur auf 5. Wo die anderen Orte sind doch auch hier auf 6. Hm. Ah, oder bringt es doch was, wenn sie die Eisenbahn? Ich bin gerade leicht. Ich bin noch nicht Grodno beschossen oder liegt es gerade daran, dass sie die Eisenbahn da auf dem Weg zerstört haben? Naja, machen wir erstmal weiter. Auch versuchen die von hier ein bisschen einzuhören. Obwohl da stehen sie dann wieder ganz schön stark. Ich mal. Das hier hat aber richtig viele Lücken. Da fragt man sich echt, was die KI da gerade wieder anstellt. So, du kannst da ran. Dann die neue Einheit kommt dann auch hier mit hin. Und ihr werdet wohl schon irgendwie ein Doppel-Haku bilden können. Dann kannst du noch einen Schritt dran machen. Und hier könnten wir auch weiter. Jetzt steht der Aufklärungsbomber natürlich zu weit weg. Du kannst dann hier nächstes Mal supporten. Ja, warte, wir haben noch einen zweiten Aufklärungsbomber. Und dahinter das Eisenbahngeschütz. Sehr, sehr gefährlich. Viel zu dem. Ja, oder wir verschanzen uns erstmal auf Nummer sicher. Den hätte ich hier ganz gerne endlich mal geupgradet. Den theoretisch auch, aber du nutzt ja mal eben mal die Felder, damit dass man hier weiter vorrücken kann. Oh, du hoppst da dazwischen. Hm. Einkesseln. Mann, Bundesburg angesehen, wir könnten es versuchen. Im nächsten Zug wäre schon ganz nett, wären nochmal zwei Chors raus, unter anderem ein Elite-Chor. So, in Italien ist nach langer Zeit doch mal was passiert. Die Gegner haben verbesserte Artillerie mitgebracht. Wer hätte das gedacht? Können jetzt aber auch unsere Einheiten so nach und nach verbessern. Aber gucken wir erstmal bei den Schiffen. Ja, da wo das deutsche U-Boot angeblich ist, ist nichts.
Die US-Zerstörer verbessern, deswegen sind die zum Teil in den Häfen. Ich meine, man sollte vielleicht ein bisschen am Rand fahren. Jetzt eigentlich sowieso nicht viel los ist. Dass da höchstens irgendwo ein U-Boot ist und unsere spezialisierten U-Boot-Jäger oder insgesamt würde ich auch dann lieber eher hier halten, als sie mal wieder uneingeschränkten Seekrieg machen oder so. Und dass das auch, dass die hier halbwegs zusammenbleiben. Gut, US-Einheiten. Wahrscheinlichkeit in ein U-Boot reinzuhasen, scheint mir doch sehr gering zu sein. Nicht zu vergessen das portugiesische Korps. Wähle ich hier erstmal dazu. Damit er dann auch gleich wirklich schon vorne nach Frankreich durchfahren kann. Im nächsten Zug. Hier kommt alle mit. So, dann ist da einer, der anlanden kann. Noch eine Kanone. Wohl geht gleich auf die Eisenbahn, wenn der da irgendwo verschoben ist. So, und wir haben einen Truppentransporter frei. Ja, das dauert bei denen wirklich einfach von der Zahl der Truppentransporter her. So, ja, die deutschen U-Boote sind eher ruhig. Ah, die Schwedenroute ist wieder aktiv. Du bist weiter hier auf Jagd, das passt schon. So, dann also die große Frage. Wie kommt man da jetzt durch? Die Franzosen hatten die Infanteriewaffen, die Amerikaner im nächsten Zug. Okay. Heißt, wenn man die Amerikaner vielleicht doch noch nach Möglichkeit hier einen Ticken hinten hält, dann passt das schon. Und wir schauen hier jetzt mal, wo wir Zweifel reinkommen. Und natürlich nicht für jedes Geschütz ein Aufklärungsbomber. Wir haben irgendwie dieses Feld lieber als das. Ja, gut, zieht sich direkt zurück. Da oben dann auch nicht mehr verschanzen oder so. Aber wir haben genügend Einheiten. Wenn jetzt ein bisschen hin und her gekämpft wird, unsere Position ist dann auf Dauer einfach stabiler. Auch gar kein Jagdflugzeug erstmal. So, und hier haben wir nicht etwas viel Geschosse drin. Aber schon eine gute Zahl. Sehr schön. Das leider, ich will mit dem vorrücken und verschanzen. So. 7-0. Nein, du wirst natürlich wieder nicht mit solchen miserablen Zahlen angreifen. Lieber darauf, dass hier Kanonen nachrücken. So, und die anderen. Zumindest schon mal die Upgrades erhalten. Dann haben wir hier Kanonen. Hier, womit wir hoffentlich die beiden Felder einnehmen. Und da ein bisschen was. Wie sieht es mit dir aus? Du solltest vielleicht verstärkt werden. Wegen Infanterie. Nein, obwohl, vielleicht müssen wir die noch gleich irgendwie durchtauschen oder so. Im nächsten Zug gibt es dann eh auch schon Infanteriewaffen 2. Gut, ja, dann. Da ein bisschen und oder schießt beide an. Mit 4 Geschossen, die sind ja nun beide relativ schwach. Sehr schön. Sehr schön, das heißt, die anderen, die da sind, können sich jetzt zum Teil verschanzen. Der Kollege müsste dann jetzt auch Versorgung besser kriegen.
Ja, wenn das hier durchfließen kann, dann passt das schon, aber sonst bleibst du dann erstmal hier stehen und gehst nicht weiter vor. Deine Werte gerade so schlecht waren. Kann sich zwar keiner mehr verschanzen richtig rum da drin, aber ich würde auf jeden Fall weiter offensiv nach vorne und die Felder mitnehmen. An denen kannst du dann doch schon Infanterie 1 zumindest bekommen. So, oder du gehst da rein und würde sagen, die Kanone geht da rein, aber nein. Und jetzt gerade nur die Straßen entlang. Das sind einfach diese Kleinigkeiten, die man dann doch übersieht, die direkt durchtauschen müssen. Kann da rein, aber das bringt's nicht. Das Jagdflugzeug, das ist doch sehr freundlich, danke. Müssen wir noch schauen, wo die Kanone eigentlich hinkommt. Aber wir haben hier erstmal auch massiv Geschosse und Gegner, die nicht so überragend verschanzt sind. Können also wahrscheinlich alles runterschießen. Aber dann wird's auch mal die Hauptstadt. Aufklärungsbomber. Ah nein, das ist der Aufklärungsbomber. Da trotzdem nicht genau rankommt. Den. Na, jetzt habe ich doch das Jagdflugzeug benutzt. Wie man sich geschickt selbst durcheinander bringt. So, und da ist die Verschanzung weg. So, ja, sieht gut aus. Und sogar meinetwegen danach wirklich hier ganz offensiv weiter rangehen. Wenn wir jetzt die eine oder andere Einheit auch verlieren, weil die natürlich selbst jetzt nicht alle verschanzt sind. Aber bei dem Tempo nach vorne ist das, denke ich, schon in Ordnung und wir müssten ja eigentlich mehr Einheiten hier haben. Die erste Front hat ja immer wieder Lücken gezeigt. Weil der da sollte eigentlich verstärkt werden. Du kannst ja von hier den platt machen. Ist mal wieder so schnell, dass die Artillerie kaum Ziel hat. Du kannst da rein, hast da ein Ziel. Okay, die macht den sowas von platt im nächsten Zug. Du gehst noch mal nach hinten, damit der da rein kann. Und jetzt ist die Frage, wohin eigentlich mit den US-Kanonen? Ja gut, man könnte natürlich theoretisch der Italienfront auch mal ein Geschütz leihen. Das wird jetzt nicht so eilig insgesamt. Ja, vielleicht gut, wenn der hier in den Ort auf Dauer reinkäme. Und hier so ein bisschen agieren. Ja, gut, kriegt ihr auch mal eins. Aber die Frage ist, du kannst hier zwischen vielleicht noch einer ist, da wo der Achter steht. Was kurz mal tauscht. Kann es meinetwegen auch kommandiert werden und alles. So, du hast nebenbei bemerkt hier auch kein Ziel. Okay. Dann ist die allermeiste Artillerie in Schussreichweite. Du fährst hier ran. Du musst verstärkt, geupgradet und dann erstmal noch in den Hafen. Noch eine Einheit und ein Luftschiff. Und Frankreich auch noch ein Korps. Stell dich einfach irgendwo hinten mit an. Das wird schon. Wäre auf Dauer sogar schon die Mobilität praktisch so, wie das zum Teil hier voll steht. Erdkampfwaffen. Gerne weiter, die kann man gut gebrauchen irgendwann. Und ansonsten vielleicht einfach kaufen.
Großbritannien, ihr könnt wohl vielleicht auch mal den Panzer erstmal kaufen bei den Briten. Achso, nee. Ach nee, die müssen ja überhaupt erstmal den Panzerkrieg erforschen. Eigentlich war das gerade verschwindet, in diese Runde den Dritten da reinzusetzen. Und dann kauft ihr noch irgendwas. Russen haben auch immer so viele Punkte und wir können die schon mal den aus der Industrie rausnehmen. Wird ja trotzdem garantiert voll. Aber ihr kauft wahrscheinlich auch nur noch massenhaft. USA können hier den zweiten eigentlich auch schon mal rausnehmen. Und eigentlich auch massenhaft nachkaufen. Und dann einfach auf Dauer, dass sie alles mit Masse entscheiden. Oh, wir haben dann sogar alle französischen normalen Korps auf dem Feld. So, die Rumänen, die Abteilung. Könnt ihr noch mit dazu nehmen. Ansonsten noch mehr US-Einheiten. Das wird schon meinetwegen auch noch ein Flugzeug. Gut, vielleicht könnt ihr auch noch in eure Jagdflugzeuge entwickeln. Aber ansonsten einfach überall mehr Masse ranbringen. Und mal sehen. Ich meine, jetzt schon in Schritt 1 der Offensive konnten Ypern und Lille und hier überall ein bisschen was erreicht werden. Mal sehen, wie Schritt 2 aussieht. Mit ein bisschen Glück reicht es ja vielleicht sogar schon, um Verdun direkt zu erstürmen. Aber das könnte echt eng werden. Na gut, ich denke, wir können den Zug auch erstmal beenden. Bulgarien müsst ihr noch bei 100% stehen. Haut mal einfach nächste Runde wieder rein. Belgien befreit, wodurch wir nebenbei belgische Einheiten und auch noch die belgische Kanone können. Ja, und wenn man jetzt weiter so einen Erfolg in Bulgarien hat, also mit ein bisschen Glück kommen die doch noch irgendwann auf unsere Seite. Schön, was hier alles erforscht wird, die Runde. Okay, jetzt sind da vielleicht zwei, drei U-Boote irgendwo auf der US-Route. Und Ägypten und Griechenland sind natürlich ganz weg, aber das punktetechnisch alles weiterhin so überlegen, dass man sich darum nicht zu viele Gedanken machen muss. Hier reicht es eigentlich, die U-Boote jetzt gerade den Feldern frei zu auszuhalten, wo die NM kriegen würden, hier direkt bei Großbritannien. Die sind mal wieder dabei, richtig umzuformieren. Er ist sogar ein Österreicher. Bei Allenstein wahrscheinlich die KI mal wieder mit dem üblichen Chaos. Bin gespannt, ob überhaupt irgendein passendes HQ von denen in der Nähe ist. War da schon ganz gute Fliege. Ach, wenn sie bei dem durchbrechen und nach Tschernowitsch laufen, das wäre unangenehm.
Das ist auch nicht gerade schön. Dauert ziemlich lange, bis man da neue Einheiten reinkriegt. Die anderen Vorwärter scheint ja zu überleben bis hierhin. Auch hier vor Tschernowitz wurde nur drauf geschossen, aber nicht angegriffen. Legen das Akku in die Stadt, nur um es wieder rauszuziehen. So, die Blockaden funktionieren weiter. Okay, also das in Ägypten hat natürlich wehgetan, jede Einheit, die da rausgeht. Sehr unangenehm, ansonsten wurde vor allem nur ein bisschen hier und da bombardiert. Und sonst nicht viel passiert. Ah, in Berlin steht also eine Abteilung, gut zu wissen. Da wollte ich ja direkt diesen Zug hin. So, dann, ja, solltet ihr hier vielleicht alle zum Teil auch erstmal heilen und nach Möglichkeit erstmal die Upgrades bekommen, bevor noch irgendeiner drauf geht. Aber die Versorgung ist zu schlecht und jetzt muss irgendwie. Eigentlich müsste das Haku hier hin. Und wenn man die Kanone nochmal hier hinschiebt, könnte man ja trotzdem den nächsten da angehen. Dann könnte das Haku trotzdem dahin. Und zumindest für die meisten die Versorgungssituation hier wieder verbessert. Ansonsten bleibt ihr einfach tief verschanzt und hofft das Beste. Osmanische Moral geht ja langsam zurück. So, ihr müsst das ja auch nur noch durchhalten, ein paar Runden. Und du sicherst dir schon mal die weiteren Orte. So, dann hier oben. Ich hatte es leise befürchtet, kriegt er über das Hauptquartier noch Versorgung rein. Greifen, außer mit dem lohnt kaum. Müssten wir natürlich schauen, ob wir das Hauptquartier vertreiben können. Das ist zumindest schwächen. Ich hoffe mal, der Gegner zieht da jetzt ab. So, und ihr wartet noch eure Runde ab. Können wir den nächsten Zug nämlich einfach so kriegen und dann die Einheiten hier auch mit runterziehen und das hier alles ein bisschen mit absichern. So, ja, bei den Griechen ist auch nicht viel Neues los. Ich mal die Infanteriewaffen kriegen. Du kannst jetzt nicht die Infanteriewaffen kriegen, die gegnerischen Einheiten nachgezogen sind. Das serbische Korps. Jo, stell dich erstmal dahin. Die halten ja sonst überall. So, also vor kurzem war hier noch alles voll mit Österreichern. Jetzt sieht das schon mal entspannter aus. Und wir können dem hier einen verpassen, dass seine Bodendeckung auch weg ist. Dann den auf jeden Fall schon mal schlagen. Ja, zumindest auf den. Ich meine, wir haben eh noch Geschosse übrig, die wir im nächsten Zug sowieso wieder bekommen. Ja, ansonsten haltet das, obwohl wir können sogar hier rein. Ich würde Kronstadt abschneiden. In ihren. Doch, das würde ich mal riskieren. Aus ihrer Versorgung hier nämlich zum Teil durchs Hochgebirge.
Und mal sehen, wie viel dann eigentlich noch davon ankommt. Codex ansonsten hier weiter raus. Na gut, ihr deckt hier vor allem, weil da oben unsere Offensive läuft. Mal zum Beispiel schauen, den hier anzugehen, dass unser Durchbruch ein bisschen breiter wird. Richtig viel Moral hat dieser Gegner ja nun eh nicht. Ja gut, dann sichere dieses Feld bitte mal. Man könnte versuchen, das Stanislau anzugehen. Ist zwar ein bisschen Fluss im Weg und eine deutsche Einheit drin und alles. Aber warum nicht? Oder erstmal den Österreicher und hier insgesamt diese Linie erobern. Jetzt wüsste man natürlich schon gern, ob man hier einfach durchlaufen kann. Sag mal, die Wahrscheinlichkeit ist gering. Normalerweise deckt die KI sowas immer. Blocken wäre schon. Aber ja, da wird irgend überall jemand stehen. Mal zurück nach Lemberg und kommst hier rein und konzentrieren uns demnächst erstmal auf den Ort. So, wir hatten auch eine neue russische Einheit, genau. Die kommt mal hier mit dran. So, ja, und ihr macht hier auch einfach mit weiter. Wir haben jetzt zum Teil sogar schon Versorgungsprobleme. Naja, wenn der Aufklärungsbomber nur da ankommt, dann gehen wir halt den an. Das alten Chor, das sinnigerweise nahe den Sümpfen eingesetzt wird, wofür es auch exakt ausgebildet ist. Wobei es leider ziemlich gut standhält dem Beschuss. Okay, der zieht sich zurück. Und wir können leider nicht mehr ausreichend nachsetzen, um ihn zu kriegen. Wir können natürlich hier ein bisschen nach vorne gehen. Erstmal daran für die Versorgung. Dann müsste das bei unseren Leuten ja auch mal wieder ein bisschen besser werden in nächster Zeit. Und dann gehen wir danach das Chor an. Und wühlen uns hier überall langsam vorwärts. So, das nächste Wichtigste wäre es, hier dicht zu machen. Und dann da zwei Gegner einzukesseln. Das scheint auch soweit zu funktionieren. So, mehr oder weniger. Weniger. Weil niemand da reinkommt. Das ist jetzt irgendwo ärgerlich hier. Wir auch nicht viel erreichen, außer zum Beispiel mal Einheiten zu upgraden und wieder zu verstärken. Unter anderem an der mangelnden Versorgung liegt. Hier gerade nicht immer perfekt vorangeht. Gut, sonst setzt hier mal nach. Du könntest sogar mal ein bisschen in die Tiefe laufen. Aber ja, das ist auch alles besetzt. Da achtet die KI normalerweise immer sehr gut drauf. Man da nirgendwo einfach durchlaufen kann. Ja, also doch kein Kessel, weil keiner reinkommt. Aber immerhin hier überall Boden gut gemacht. So, dann kannst du hier vielleicht doch mal auf dieses Feld gehen. Damit. Na, vielleicht ist
effektiver, wenn wir den da rein tauschen. Kann er direkt die Upgrades erhalten. Du kriegst ein Upgrade und irgendwann Verstärkung und ihr kriegt auch noch alles. Dann kann man hier auch mal ein bisschen schießen und schauen, ob es was bringt. So, dann... Wir mal wieder keine Ahnung, ob hier U-Boote sind und ich habe ehrlich gesagt auch keine große Lust, jetzt Runde um Runde im Dunkeln zu stochern. Da vielleicht irgendwo einer ist. Ihr haltet, bleibt ihr einfach zusammen und wenn ein U-Boot auftaucht, dann geht ihr das an. So, hier kommen die Einheiten nach. Ah, das ist nebenbei so noch ein Schlachtschiff. Kommst ein bisschen hinterher. Der Portugiese kann sich jetzt zu den Briten stellen. So, dann ist da noch einer. Ja, da vor Kanada ist angeblich ein U-Boot. Das ist doch sein. Wie viele Schiffe? Wieder nur eins. Aber die anderen können jetzt immerhin endlich auch schon mal auf Infanteriewaffen 2. Wenn irgendwo mal ein Schiff für sie frei ist, haben sie das dann schon. So, keine neuen US-Einheiten. Gut, hier ist jetzt mal direkt ein U-Boot vor unserer Nase. Die tauchen halt ständig weg. Finde ich dann einfach nur lästiger Kleinkram, die jagen zu müssen. Und so bleibt erstmal schön in euren Häfen. Und das wird dann schon. So, du kommst. Boot. Du kommst in den Hafen und brauchst noch das Upgrade. Du und du. So, dann haben wir hier mal ein feindliches Schiff. Sogar noch ein feindliches Schiff. Der Fleet. Na ja, gut. Ich würde mich weiter voll an Land konzentrieren und jetzt erstmal keine größeren Flottenoperationen starten. Nur das bot sich irgendwie doch mal an, wenigstens einmal kurz das Ding anzuhauen. Franzosen haben ansonsten hier Upgrades für ihre Bombe, aber die müssen wahrscheinlich im Moment eher alle mal fliegen. Ich würde mal sagen, irgendwann wird es schon mal wieder regnen. Die Upgrades kriegen und das nächste Ziel wäre doch womöglich Mühlhausen. Was aber einfach von den Einheiten her ein bisschen eng werden könnte. Nehmen wir auf jeden Fall den Bomber dazu. Ich meine, das wäre mal ein NM-Ziel. Die Mannschaft fällt auch in sich zusammen. Hat halt keine Upgrades, die Einheiten. Die Einheit unter anderem hier. Jo, das sieht schon gebrauchbar aus. Und wenn du den vernichtest, dann... Ja, da könnte sogar ein 3-4 gegen den machen, aber du gehst eben immer noch auf Nummer sicher. Verschanzt dich und dann können wir hier auch schon mal weiter. So, dann haben wir hier den nächsten. Was zum Durchtauschen. Hier hauen wir einfach irgendeinen Gegner aus. Alter, mal wieder eine Einheit mehr gebaut. Aber okay, es stehen hier ja auch einige rum. Ja, dann, na gut, wir haben nur 6 Geschosse. Der hat eine Verschanzung von 7 in Werder. Hm, sieht eher schwierig aus. Wir könnten erstmal versuchen, den rauszunehmen und hier dann Richtung Ardennen vorzurücken.
schwierig aus, weil der hier ziemlich vernichtet ist. Und dann kriegst du die Waffen, wenn du da im Zweifel nicht mehr mit eingreifst. Ja, und wir brauchen definitiv mehr Geschosse auf den. Sonst hätte man jetzt schon vielleicht warnen können, dass die Kanone nächste Runde voll ist. Aber ich sehe, du haust auf den ruhig alles drauf. Natürlich zum Teil schon die besseren Infanteriewaffen. Davor und ihr hier hinten auf jeden Fall auch schon mal die Upgrades. Ja, überlegen den darüber schon zu schicken, einfach offensiv weitermachen, aber der kann jetzt zum Beispiel beim Angriff auf den wahrscheinlich noch mithelfen. Dem ist nicht schlecht. Wahrscheinlich, wenn du auf Brüssel schießt, dass man da schon reinkäme. Sonst, wenn ihr den kaputt macht, kannst du ja immer noch vorgehen. Bisschen offensiv, ich weiß. So, dann könntest du da und womöglich bei Brüssel noch mithelfen, wenn es benötigt wird. Und du kommst dahin. So, jetzt aber den Aufklärungsbomber benutzen. Ah, ein österreichischer Abfangjäger. Schauen wir mal, ob es reicht. Ich meine, es wird auch schon was, eine nette Offensive, eben erst U-Bahn erobert, dann schon in Brüssel. Sieht erstmal gut aus. Man könnte gleich noch versuchen, den Reiter mitzunehmen, selbst wenn das heißt, dass man sich noch nicht richtig rumverschanzen kann, aber im Sinne von ruhig hier überall offensiv rangehen. Wir haben mehr Männer und mehr Kanonen. So, und die beiden haben wir nun irgendwie nur ein Ziel. Das ist natürlich auch das feindliche Schiff angehen, das ist faszinierend. Und du hast mit 2,5 hier die besten Zahlen. Warum nehmen wir das Schiff, falls Marineoperationen nochmal wichtig wären? Bei, du könntest ja auch noch wen anders hier ranlassen. Also mal kurz, die Artillerie soll da und nächsten Zug auf Antwerpen schießen. Dann gehst du nach hinten, du gehst nach vorne. So, und jetzt sagt er noch irgendwie, dass ihr den da kriegt. Sonst, okay, wird wahrscheinlich auch drauf gehen, aber wie gesagt, offensiv werden. Man sieht ja schon, dass unsere Leute sehr schnell sehr durchschlagende Erfolge hier schon erzielen. Ihr macht die im Zweifel auch bereit, auf Antwerpen zu zielen, falls die da besser durchhalten als erwartet. So, ihr kommt mit nach vorne. Also, die wurden erst in die Häfen gebracht. Genau hier, der ist noch da. So, der Hafen hat schon eine 10. Das heißt, da muss jetzt auch nicht zwanghaft noch ein Hauptquartier ran. So, und du hältst deine Upgrades und kommst dann hier irgendwann auch noch lose mit ran. Gut, und hier vorne sind die meisten Orte ja gerade, also zumindest in diesem Bereich, ziemlich schlecht drauf. Hier geht das eigentlich. Wenn wir also sehen, dass die Hauptquartiere noch ein wenig rankommen. So, die Artillerie-Schussfelder. Du hast Ziele, hast Ziele. Hast Ziele.
Hat kein Ziel, aber da sind so schwache Einheiten, dass es zu erwarten ist, dass es ein Ziel geben wird. Ihr habt Antwerpen. Du hättest von hier auch kein Ziel, aber wie gesagt, man könnte erwarten, dass was frei wird. Du bist da ein bisschen mit drauf. So. Dann bitte mal eben hier die Diplomatie wieder voll machen. Und bevor man in die Forschung geht, einfach primär alles kaufen, was hier mitmachen kann. Vielleicht auch mal wieder Kavallerie. Wenigstens eine Gruppe. Einfach, dass man ein bisschen mehr Mobilität hat in der Ecke. Obwohl die Russen deswegen auch jetzt ihre Kurse mit Mobilität kaufen. Ich denke, kaufen ist jetzt gerade das Wichtigste. Noch vor Forschen und so. Den Gegner jetzt überall stark zurückzuwerfen. Aber jetzt könnte man natürlich hier noch einen in den Panzerkrieg gehen. Auch mal einen in den Panzerentwicklung. Dass die auch mal irgendwas können. So, ihr hättet das. Flugzeug läuft auch. Ja, vielleicht noch einen dritten hier in die Flugzeuge. Und den kriegt ihr nebenbei zurück. Gut, falls wir doch nochmal irgendwie eine Landung durchführen, dann ein bisschen rauf. Nicht, dass ich es wirklich glaube, dass es passiert, aber wer weiß. Und ihr seid ja auch noch überall gut mit dabei. Also ich würde auch sagen, die Offensive läuft hier doch schon mal ganz gut. Quasi in zwei Angriffszügen fast ganz Belgien befreit und im nächsten wird aller Wahrscheinlichkeit nach Antwerpen fallen. Dann nur noch Lüttich da vorne, ja, und sind weiterhin ganz schöne Löcher in der Front. Und das Schiff kann vielleicht in den Hafen zurück, wenn der Zerstörer vor der Nase hat. Die wurden bewegt. Da wird es auch löchrig. Ja, ich denke, man könnte den theoretisch noch zurückkriegen. Aber ansonsten denke ich, kann man den Zug beenden. Wir werden jetzt ein bisschen zurückschlagen, aber wir haben eigentlich, denke ich, auf Dauer genügend Leute, die nachrücken. Ach, auch Infanteriekrieg 4, sehr schön. Sehr schön und weiterhin extrem hohe Punktzahlen. Und wenn hier natürlich im Mittelmeer einiges verloren geht. Ansonsten hier sind nur zwei, drei U-Boote aktiv. Und dafür lohnt es einfach nicht, Runde für Runde alle Schiffe durchzugehen, um zu gucken, wo vielleicht das eine U-Boot ist. Das wahrscheinlich eh vor Kanada ist, wo man noch rundenlang hinfahren müsste. Na gut, und da sind welche. Jetzt aber auch nicht so viel machen. Sehr schön, das Akku ist weg, das wollte ich doch. Bringen Sie schon Italiener an die Ostfront. Wobei, bei denen ist ja auch sonst nicht viel los. Solange die bei den Franzosen nicht durchbrechen, dann könnt ihr ja ruhig irgendwo anders hin. Sie greifen jetzt direkt an. Die schießen sogar da ein bisschen raus zur Verteidigung und haben unerfreulich viel Erfolg dabei. Okay, es ist auch nur eine Abteilung, aber trotzdem.
Haben sie tatsächlich nicht erobert? Im Westen doch nicht so viele Einheiten draufgegangen wie bisher befürchtet. Ja gut, da muss man die vielleicht mal demnächst frontnah reparieren und ja, dann geht es einfach weiter. Wahrscheinlich kann man jetzt Johannesburg einfach einschließen, die da niemanden neuen geschickt haben. Okay, sie hatten auch die Hauptstadt. Ich war mir einen Moment unsicher. Müssen wir jetzt nur sehen, dass das Sakura rauskommt. Der Bulgarien beobachtet das natürlich. Sollte aber, denke ich, weiterhin kein Problem sein. Die einfach mit massenhafter Diplomatie davon abgehalten werden. Die wären ansonsten schon lange, lange bei den Mittelmächten dabei. Moral ist am Tiefpunkt an Serbien, dann tun wir was dagegen. Auch wenn 25 Punkte bei denen echt viel ist. So, wir haben ein Jagdflugzeug, das heißt demnächst auch endlich der Bomber, der hier unten mithelfen soll. Ganzen Schwung Verstärkung. Oh, 21% Richtung Mittelmächte, das ist schon in Ordnung. Gut, das heißt hier ein bisschen vorsichtig schauen, was möglich ist. Vielleicht doch nochmal umbauen und demnächst primär Akaba wenigstens schon mal als NM-Ziel mitnehmen. Oder hier weiter schießen, mal sehen. Hier belagert den weiter. Jetzt können wir uns den holen, weil das feindliche Hauptquartier weg ist. Kann man hier überall vorrücken und die können sich den holen, weil der auch keine Versorgung mehr hat. Wenn das so weitergeht, könnte man das Ganze hier durchs Hochgebirge noch bis Konstantinopel tragen. Irgendwie auch interessant. So, die Griechen müssen hier mauern. Baku kommt da leider nicht so recht raus aus der Ecke. Achso, da ist keine Straße, der sitzt also im Hochgebirge fest. Ein bisschen unpraktisch. Na gut, ihr macht hier weiter. Hier haben jetzt auch die Gegner wenig Versorgung. Aber wir haben ja quasi nur Abteilungen. So, hier könnte man versuchen, der ist ja auch gerade nicht topfit, mit Stanislaw Nettes NMC hier schon mal mitzunehmen. So, und der Ort ist eh auf Null, also ohne Stanislaw, wenn man das hier so ein bisschen kappt, müssten die sich hier sowieso eigentlich zurückziehen oder man kann die irgendwie kesseln. Und hier würde ich das auch irgendwie gerne mal abschneiden vom Gegner. Mal sehen, ob das klappt. Und ja, diese Runde kriegen wir das hier zu. Das ist auch schon, weil dann kriegt man die und es geht überall voran. Tarnien passiert weiter nicht viel. Ja, und hier haben die meisten überlebt. Also Antwerpen wird dann natürlich fallen. Warte, kommt man mit 4 Geschossen nicht weit. Aber wir haben ja Kanonen, die zum Teil nichts zu tun haben, die könnten sich dann nach darum kümmern. Und hier einfach auch überall weiter, wo es geht. Also sind die Italiener sogar schon zur Deckung der Westfront. Na gut, wie man sagt. Das sieht alles ganz gut aus. Wir haben noch ein paar Züge, bevor das Wetter wieder schlecht wird. Also mal sehen, wie weit wir kommen. Belgien konnte jetzt ja schon sehr weit, sehr gut befreit werden. Können wahrscheinlich sogar auch noch die belgischen Einheiten kaufen. Ja, auch noch eine Artillerie, ein paar Flieger und so.
Dann direkt da vorne hinkommen. Ja, mal sehen, wie lange die feindlichen Truppen das noch mitmachen. Ich hoffe, dass sie noch jetzt 1917 zusammenbrechen. Aber gucken wir mal. Und damit dann an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis denn.